So, da sind wir wieder zurück. Ihr wisst ja, ein neuer Tag, ein neuer Shop. Und wie ihr seht, ich habe gestern auch Neymar freigeschaltet. Und dazu habe ich natürlich schon alle Aufgaben hochgeladen. Also gerne auch mal gucken, was ich gestern schon so getan habe. Wie gesagt, Neymar ist wirklich nice. Dann natürlich möchte ich mich bei allen entschuldigen, die jetzt hier sind, nur wegen Travis Scott. Aber das ist nicht nur Clickbait, nämlich achtet mal auf die Shop-Uhrzeit. In 9 Stunden und 41 Minuten, wir haben jetzt 5:19 Uhr, heißt um 14, 15 Uhr wird der Shop sich aktualisieren. Und das ist eigentlich für einen Freitag total untypisch. Des Weiteren, heute hat Travis Scott Geburtstag. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass es heute passiert, dass er in den Shop reinkommt. Denn es ist wirklich sehr, sehr untypisch, dass an, wo kein Patch hochgeladen wurde, dass da der Shop sich nochmal aktualisiert. Also erstmal sorry für alle die, die jetzt gehofft haben, er ist schon im Shop drin, aber wir gehen jetzt trotzdem im Shop einmal durch. Und erstmal danke nochmal an alle, die immer wieder ein Like da lassen. Grüße gehen ja wirklich an jeden Einzelnen raus und dort werden die Kommentare reinschreibt. Ich versuche immer jedem zu antworten. Ich denke mal, bisher kriege ich es noch hin. Und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein. So, da haben wir hier einmal den netten Fußballskin. Aber ich sage ja, die Fußballskins an sich, ja, ist halt wieder so ein Geschmackssache-Ding, ne? Dann die Schwitzer Pickaxe, ich kann sie bald nicht mehr sehen. Gefühlt hat die inzwischen jeder. Nicht mehr der Golfschläger, nicht mehr die Sense, sondern Sternstab. So, dann haben wir noch das Papierflugzeug. Und rasender Ansturm plus die Tarnung. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was euch das kostet im Paket, weil ich halt schon das Emote habe und die Tarnung. Aber so an sich schon ein nices Paket. Aber ja, wie gesagt, überlegt euch einfach, will ich nur den Skin haben, will ich die Pickaxe haben, will ich, oder gefällt mir alles, nur der Kleider nicht. Dann dürfte sich das Ganze eigentlich immer noch lohnen. Achtet halt drauf, was der Kram einzeln kostet, was ihr haben wollt. Plus das, was halt im Paket ist. Wenn dann noch 100 V-Bucks teurer ist, das Paket, dann holt einfach das ganze Paket. Und denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code benutzen, YT-FamilyHack. So, was haben wir noch drin? Die Zündkerzenkünstlerin ist wieder zurück. Mit natürlich zwei Stilen. Genauso zurück ist aber auch er hier. Aber mit seinen zwei Stilen war er erst vor kurzem drin, aber davor halt quasi 1,5 Jahre oder 2 Jahre sogar komplett verschwunden. Aber ja, wer die Schrottskins mag, ja, aber meins ist es definitiv nicht. So, dazu natürlich auch noch die passende Tarnung. Und des Weiteren ist drin, es wird wieder ein bisschen teuflisch. Der Schwefeltyrann ist drin. Die brennende Bestie. Dann glühend heiße Klingen. Grüße gehen raus an Coco. Dann Dämonika. Hier weiß ich auch. Grüße gehen raus an Zampal. Der Verrückte. Der mir gerade einfach einen 2000 V-Bucks-Skin geschenkt hat. Dann glühende Glyphe. Auch eine schöne Tarnung. Ich hätte jetzt eigentlich wetten können, dass ich sie habe. Oder ich habe so eine ähnliche. So, dann das hatten wir schon. Dann ist zurück Kantenfaktor. Auch im kompletten Paket für 2300 V-Bucks. Also wer hier weiblich und männlich haben will, da würde sich zum Beispiel lohnen, kauft euch das ganze Paket. Denn es gibt einmal die männliche Variante, die weibliche Variante in Kunterbunt. Dann passende Rückenaccessoire. Da auch das passende Rückenaccessoire. Die Pickaxe. Die Pickaxe ist halt wirklich interessant in dem ganzen Set. Der Kleider, naja, da lässt sich drüber streiten. Aber die Pickaxe ist halt wirklich, ist interessant. Aber halt auch nichts Besonderes in dem Sinne. Dann haben wir Äffchen wieder zurück. Ach Gott, ich weiß noch, als der Skin reinkam, wieso kann ich den Skin eigentlich hier nicht drehen? Also, jetzt geht's. Dann natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Dann des Weiteren ist die Gesamte wieder drin. Also, könnte schwer, meine Maus wäre kaputt. So, dann ein Billy Bones wieder zurück. Der Kleiter ist sehr, sehr selten. Ich glaube, er war zwar schon fünfmal im Shop oder so, aber er ist Season 1 und er war deshalb auch lange nicht mehr da. Aber wie ihr seht, auch so alte Schinken werden wieder ausgepackt. Und dann haben wir noch die Verderbtarnung. Was die hier hinten zu suchen hat, weiß ich auch nicht. Da frage ich mich auch, hä? Eigentlich gehört auch da noch ein Emote hin. So,
Das dürfte es aber jetzt eigentlich gewesen sein. Nein, das Jefferson-Paket ist noch drin. Komplett mit beiden Emotes. Dann hier die chinesische. Ich wollte schon gerade Kacke sagen. Nein, natürlich nicht. Sind natürlich auch schöne Skins. Das meine ich jetzt gerade ernst, nicht einfach so dumm dahingesagt. Aber wie gesagt, war gestern schon drin. Genauso wie hier die Skins auch schon gestern drin gewesen. Hier die Pakete. Ich sage ja, das Paket hier muss langsamer weg. Also ich kann es bald nicht mehr sehen. So, dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Shop. V-Bucks haben wir leider heute gar keine drin. Tut mir leid für alle Rette die Welt-Spieler. Derzeit ist ein bisschen mau bei uns. Und denkt dran, in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag. Und denkt dran, in 9 Stunden und 35 Minuten ist es soweit. Also, in dem Sinne, haut rein.